Hallo Leute, und da sind wir wieder bei TV Tower. Und bevor wir heute hier weitermachen, ein kleiner Hinweis: Unten in der Videobeschreibung gibt es Hivescape Act 1 für Umme. Einfach ein Key. Den könnt ihr euch einfach holen und ihn registrieren auf Steam. So viel dazu. Ja, geschenkt. Ne? Also passiert nichts, ihr schließt kein Abo ab oder sonst was. Dann noch zur Wäscherei. Hier hat jemand geschrieben, dass er die Wäscherei nicht bekommen würde. Die wäre zwar schon explodiert, aber ich glaube, die Wäscherei war ja das hier, ne? Wie ich weiß. Also bei mir hat es in dem Fall geklappt. Vielleicht mal schauen, welche Version du spielst. Dann könnte es vielleicht auch mit der Wäscherei klappen. So. Nun machen wir aber hier weiter. Wir schauen mal in unser Programm rein. Mal rein, was ja den Tag haben wir hier super voll. Da ist auch gleich was abgeschlossen. Hier fehlt noch ein Zweierblock. Hier haben wir auch schon was gelegt. Wir haben aber auch nichts Neues aktuell. Aber egal, da werden wir mal schauen. Und dann haben wir jetzt 4,83 Millionen. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwas in der Produktion haben. Aber ich muss irgendwie gucken, wie wird freie Sicht. Wie war das? Oh Mann, ja, ein paar habe ich jetzt schon im Kopf. Ein paar Shortcuts. Ein paar aber auch nicht. Da muss ich dann einfach immer mal wieder hier schauen. Shift, bla bla, Musik, Fremdfiguren, KI, Terroristen losschicken. Alle Figuren werden aus den Räumen gekickt. Okay, das sind eher so hier so. So, G wie Geistermodus, oder? Wo will der jetzt hin? Genau, da kann ich jetzt hier hoch scrollen und sehe, nein, wir haben kein Drehbuch. Haben wir kein Drehbuch gekauft oder haben wir einfach kein Drehbuch? Ja, können wir mal schauen. Gehen wir doch einfach mal zum Drehbuchautor und schauen mal, ob wir, ich glaube, wir haben ja Engel und Bengel haben wir ja fertig gemacht. Ob wir hier irgendwas Geiles haben. Oh, das sieht hier super aus. Was ist denn das? Ein Heldenfilm. Hercules Man. Der Hercules Man. Studio 1. Okay. Nehmen wir doch mit. Haben wir sonst noch was Tolles? Nee, sonst ist es ja nur Schrott. Wenn ich jetzt ausgehe und wieder reingehe, hat er ja was Neues, oder? Aber nichts, was uns interessieren könnte. Gut. Gehen wir mal erstmal hier rein. Ne, ins Nachrichtenstudio. So, wir gehen ins Nachrichtenstudio. Ach, und schauen mal nach neuen Nachrichten. Denn, ja, gleich geht's ja hier hoffentlich ab, wenn man ein bisschen schneller ist, der Aufzug mal kommt. Sonst muss ich reinspringen. So. Ins Nachrichtenstudio. Okay, hier ist ein 600er, der kann ja mal weg. Oh, 9500. Können wir mal den Wetterbericht hier ersetzen. Das kann auch weg. Haben wir sonst irgendwas Interessantes? Dann machen wir die da noch weg. Okay. Ja, vielleicht hier den Anschlag, keine Spur. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir haben nämlich keinen Werbeblock gesetzt. Haben wir denn hier was? Spot. Was haben wir denn hier an Spots? Nichts, was hier reinpasst. Uiuiuiui. 136.000. Männer. Nee. 100.000. Naja, nehmen wir den halt mit. Was soll ich machen? Dann mache ich halt einen 100.000er da rein. Ist ja auch nicht jetzt mal so schlecht, ne? Gebote Gottes. So, jetzt gehen wir hier ins Studio. Und lassen erstmal diesen schönen Film hier. Weiß nicht, was passiert, wenn ich hier einen Sender eben schon 100 habe. Habe ich dann gewonnen oder muss ich Betty umgarnen, um zu gewinnen? Man weiß es nicht, ne? Tschüss. Wir wollten ja nur eine Einkaufsliste, gehen auch direkt einkaufen. Ja, und ich brauche hier alles Nötige. So. Das hier hat auch noch nicht geklappt, oder? Egal, wir nehmen unsere Motion Games, da sind wir jetzt bisher ja ganz gut gefahren. Dann schauen wir mal, wir dürfen noch überall etwas hinzufügen. Okay, was wird denn das? Ein Abenteuerfilm, also brauchen wir wahrscheinlich das nicht.
Stunts vielleicht, Teamtechniker, dann machen wir doch einfach Maske. So. Dann brauchen wir eine Regie. Wir nehmen wie immer hier. Ah, Liebesfilm. Das ist doch ein Abenteuerfilm. Oder? Nehmen wir sie doch. Ich finde das ja immer noch komisch hier. Mein Genre-Erfahrung und dann kommt hier so, ja, Western-Drama. Ja gut, dann soll sie halt. Dann brauchen wir nochmal jemand. Abenteuer, sehr gut. Nebendarsteller. Abenteuer, nein. Okay. Dann nochmal. Nehmen wir ihn hier noch. Oh, wir haben da noch mehr, oder? Noch mehr weibliche Darsteller, zwei Stück. Western, Drama, okay, dann halt sie. Sie ist normalerweise Western. Aber sollte auch kein so ein großes Ding sein. So. Abgeschlossen, raus da. Gehen wir erstmal wieder zu unseren Nachrichten. Müssen wir nämlich auch gleich einen Werbeblock setzen. Hüpfen wir jetzt einfach rein, dauert mir zu lange. 6000. Ja, das könnte man vielleicht hier unten. Hurra. Es ist wieder hell. Das ist sehr schön. 180.000. Guckt da irgendjemand, was wir hier... Nee, wir haben, dann machen wir den halt nochmal rein. So, dann gehen wir ins Studio. Und setzen unseren Hercules Man neuen Film zur Produktion. Und Produktion starten. Das Ding ist morgen um 9.15 Uhr fertig. Okay, das ist doch schon mal was. So, dann schauen wir mal. Tag heute, 26. Tag heute hat angefangen. Das heißt, wir haben noch Zeit, um Geld zu scheffeln. Das werden wir natürlich auch tun. 3000, 3000, 3000, 4000er. Nichts Interessantes von uns. Das können wir mal raushauen. Weil wahrscheinlich drei werden wir nicht brauchen. Nö, es ist noch nichts Interessanter. Okay. Schon wieder 183.000. Und wahrscheinlich keiner. Oh doch, guck an. Hier können wir einen wenigstens mal setzen. Dann kriegen wir 650.000. Wow. Und irgendeinen Zweierfilm bräuchte man noch, oder? Das war für den nächsten Tag. Oder? Ja. Genau, da können wir ja mal schauen. Vielleicht haben wir... Ja, nee, es ist vergeben. Das ist nichts. Das ist auch alles nichts. Wir haben ja einiges weggeschmissen. Ja, das Kunstzeug. Erotik dürfen wir sowieso nicht senden. Das da könnte man noch senden. Ja, ein Trickfilm um 16 bis 17 Uhr, das ist doch okay. Das können wir machen. Dann haben wir das wenigstens auch gefüllt. Und dann sollten wir uns mal wieder einen Sendemast kaufen. Jetzt wäre die Frage, ob wir nochmal in Bayern einen Sendemast kaufen. Aber gut, wenn er uns 1 Million bringt, ne? 1 Million Zuschauer, dann ist es sowieso egal. Dann können wir auch in Bayern nochmal einen machen. So, es sind keine neuen News gekommen, aber wir haben natürlich bessere News. Nessie kommt nach Hause, würde ich sagen. Und auch Bord. So. Ja, es ist schon ein bisschen weniger hier geworden. Und wir haben, erreichen nicht das, was wir brauchen. Also ab hierher, 171. Jugendliche. Da sind wir noch gar nicht so dick im Geschäft. 23.000 Jugendliche. Ich denke mal nicht, dass die sowas anschauen. Nö. Hausfrauen. Aber komm, Hausfrauen kriegen wir locker, oder? Hausfrauen kriegen wir noch damit locker. Würde ich sagen, wir hauen mal hier die Hausfrauen rein. Und wenn es hier nicht wahnsinnig steigt, dann ist es sowieso egal. Ist eigentlich unser neuer Film hier schon drin? Engel oder Bengel? Genau, eine Komödie. Sehr schön. So, Nachrichten. Da gibt es ein paar neue. Das kann weg. Das ist ein 6000er, 9000 und 10.000. Okay, dann tauschen wir mal fröhlich hier.
Und ein 6000er. So, und dann kicken wir den herum weg. So, alle Nachrichten ausgetauscht. 166.000, das passt. Lass mir rucki zucki laufen. Wäre natürlich auch, naja, wäre ja okay. 5,62 Mille. Schauen wir mal hier hin. Wenn wir hier noch so einen Sendemast kaufen. Ne, nicht verkaufen. Kabelnetzbindung haben wir ja. 9 Sendemast. Zuwachs. Wir brauchen ja einen Zuwachs, ne? 100, ja, das ist ja alles hier mickrig. Mickriger Zuwachs, das bringt uns alles nichts hier. Was wir machen könnten, ist eine Satellitenanbindung. Das könnte man machen, dann hätten wir wenigstens die 470.000. Kostet es uns und 310, ist es täglich? Unterhaltskosten? Ist ja ganz schön heftig, oder? So, was haben wir hier? Werbung. Ja, dann würde ich sagen, klatschen wir mal das hier rein. Ja, vielleicht haut es da ja hin, das wäre auch was. Musiksterne am Abend. Auch eine Eigenproduktion. Ziemlich gut wohl. 8000. Und anstatt das hier. 2000, 2000. So, was haben wir hier noch? 3000er. 3500. So, dann haben wir da noch ein 7500er statt den Wetterbericht. Das hört sich doch super an, oder? Also das ist schon mal eine gute Einschaltquote. Mal gucken, was da denn noch bei rumkommt. Ja, können wir hier mal noch mal gucken. Genau, und um das da. Wenn man Sendemast, neuer Sendemast hier vielleicht. Sendegenehmigung, Sendemast 350.000. Aber da weiß ich nicht, was das nämlich kostet, oder? Ist ein bisschen gemein. Sicher sagen. Das ist ein bisschen gemein. Hier ist eine ziemliche Reichweite. Aber so viel Geld haben wir nicht. Ach, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Sonst würde ich halt mal auf Risiko gehen und so einen Satelliten kaufen. Ich glaube, das Geld spielt da keine Rolle, oder? Ja, machen wir das doch einfach. Komm, wir kaufen uns so einen Satelliten. Satellitenanbindung. Neue Satellitenanbindung. Und nehmen wir einfach hier Dick. Dick im Geschäft. Marktanteil 36%. Anbindung buchen. Bereit ab 18 Uhr. Okay. Bereit ab 18 Uhr. Dann schauen wir mal in die Finanzen. Ah, hier, Sendestand, Unterhaltskosten, Verkauf. Drehbücher, Guthaben, Sponsoring. Einnahmen durch Callshows, Handel, Programmlizenzen. Ich glaube, das ist nur das hier, oder? Unterhaltskosten 655.000 oder 1,1 Millionen. Naja, sehen wir mal. Auf jeden Fall ab 18 Uhr sollte es noch höher hier gehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Werbung auch reinglatschen können, ne? Aber jetzt mit unserer Satellitenanbindung. Naja, nochmal 1 Million. Ich meine, so viel sind es jetzt auch nicht. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das ist immer noch nicht, oder? Warten wir mal ab, bis es... Ja. Gut, dann machen wir hier doch das hier rein. Hier oben das hier rein. So,
Jetzt haben wir nämlich 1,1 Millionen Zuschauer. Das ist natürlich eine ganz andere Liga. Da haben wir ja fast das Doppelte. Was haben wir denn hier? 1,2 Millionen. Arbeitnehmer 340.000. Nehmen wir mit. Bauen wir das rein da. Mastercard, ne? Genau. Bauen wir mal, was Speyübel und Dubrovnik bringt. Ja, wir haben noch 5 Millionen. Oder wieder besser gesagt. Richtig fette Werbung auch anbringen, gell? Man kriegt halt keine super kleinen mehr, das muss man auch beachten. 650.000 Zuschauer gucken nur Nachrichten. Das muss auf jeden Fall weg. Jetzt haben wir dann noch 4.000 dafür. Das können wir mal lassen. Schön, 955.000. Mastercard reicht dafür nicht. Machen wir hier den Rollshop rein. So viel Arbeitnehmer schauen das nicht, weil das ist ja, glaube ich, eine Familienserie. Oh, 2 Millionen. Oh, Erdbeben. Wetterbericht. Ist ja völliger Müll. So. 2 Millionen. Hm. 560 bringt uns das. Und schauen wir mal. Haben wir da noch irgendwas Tolleres? 1,3 Millionen. 840.000. In 6 Tagen? Das schaffen wir. Das schafft man locker. Hoffe ich doch. Man darf sich gerade nach so einem Kauf von so einem neuen Satelliten oder sonst irgendwas oder Funkmast nicht überschätzen, denn es geht ganz schnell, dann laufen die anderen Verträge aus und dann muss man die irgendwie noch loswerden. Und wenn man da zu hoch gepokert hat, dann zahlt man Strafe. Und die Strafe dafür ist meist ordentlich hoch. Obwohl es hier jetzt gerade echt super läuft. Botschafter verprügelt. Statt der Wetterbericht. Machen wir heute Abend Dyson gegen Klitschko oder Klatschkowski. Klatschkowski. Eine Million bringt es uns, okay. Dann kommt Mozzarella, die Komödie, nach Engel oder Bengel, was ja auch eine Eigenproduktion ist. Also die Eigenproduktion hauen halt so richtig rein, ne? Da muss man halt kein Fernsehzeugsgedöns von unserer Filmagentur kaufen. Man kann da richtig mit der Eigenproduktion reinhauen. Können ja auch gleich nochmal, wenn denn die Nachrichten gelaufen sind, mal schauen. 4.250, okay, das ist auf jeden Fall mal besser als das da oben. Das kann auf jeden Fall mal weg, das kann auch weg. Wir behalten einfach 3. Oh ja, das da unten ist richtig schlecht. Dann Michel Bollock will weg. So, und der bringt jetzt noch 929. Jetzt sind wir schon wieder in der anderen Liga. Jetzt machen wir das Faster Card noch. Immer noch richtig gut natürlich. Keine Frage. Vor allem bekommen wir dann auch gleich wieder Geld. Gehen wir trotzdem nochmal zum Drehbuchautor. Schauen wir mal, ob der noch was Geiles hat.
zum Beispiel. Das für auch ein Einsatzstudio. Sonne über New York. Das ist eine Serie. Eigentlich muss ich es da speichern, oder? Da wäre es wahrscheinlich egal. Ich kann es auch im Zweierstudio eigentlich machen, oder? So, hier, ich brauche eine Einkaufsliste, Einkaufslisten, Einkaufslisten, Einkaufslisten. Für alle 9. Nö, den gehe ich erstmal hier hoch. Und dann würde ich sagen, planen wir beim nächsten Mal, wenn wir das jetzt hier noch schnell gemacht haben. Also hier die Nachrichten ersetzt, 6000er. Für das hier zum Beispiel. Ja, jetzt wiederholen sie sich so langsam, ne? Das ist da unten und dann schmeißt man noch eine weg, die zu schwach ist. Und dann machen wir hier noch eine schöne Werbung rein. Die da zum Beispiel. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, gehen wir hier schön in den Supermarkt und gehen ein wenig einkaufen für unsere neue Trickfilmserie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.